Mahlzeit. Servus. Mann, 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 da habe ich aber gerade gezittert, du. Wovor? Dass wir uns technische Probleme heimsuchen. Ich hätte auf jeden Fall im Dreieck gebrochen. Ja, denn was der erlauchte Zuschauer ja nun nicht gesehen hat, oder was ich selber gar nicht gesehen habe, ein Blitz ist in der Nähe der Unterwasserbasis eingeschlagen und hat meinen Router mal wieder gegrillt, ne? Quasi der dritte Router in Folge beim dritten Gewitter, der drauf geht. Also irgendwas mache ich falsch oder ich soll für irgendwelche Schandtaten büßen. Bitte. Ja, auf jeden Fall ganz schön kacke, ne? Richtig kacke. Ja, was macht man da? Ich habe mir übrigens gerade mal ein neues Schild gekauft, um mal eben abzulenken. Du Teufelskerl. Dass meine Gesundheit jetzt auf 1000. Oha, das steigt ja immer weiter. Ich glaube, meine maximale Gesundheit ist jetzt in etwa bei 1400. Gut, das ist ja doppelt so viel wie ich. Ich habe 739. Mein Schild ist bei 680. Und da habe ich 700. Gut, Ja, lieber dann, Fürst. lieber Graf, was haben wir eigentlich noch zu tun hier? Genau, also jetzt sind wir ja hier bei der Ellie wieder. Es gibt hier ja, wir haben ja letztes Mal angefangen, den Bandenkrieg zu schüren. Warum läufst du eigentlich hier so wild durch die Gegend wie ein durchgedrehtes Rumpelstilzchen? Weil ich das gerne mag. Ne, weil du nervös bist und hibbelig. Genau. Also der Bandenkrieg, den haben wir noch. Oder natürlich die Hauptmission im Wildlife Exploitations Preserve. Was würdest du präferieren? Ich würde sagen, wir machen erstmal den Bandenkrieg fertig, weil der dauert schon noch einen Augenblick und hey, nimm mich mit. Ja, ich wollte nur mal rausfahren, damit du besser einsteigen kannst. Du bist ja nicht mehr der Jüngste, ne? Das ist richtig. Wo müssen wir hin? Ich sehe Einfach übrigens, gegen. da ist irgendwie noch eine Mission Genau, das ist irgendwie. jetzt der nächste Bandenkrieg. Jetzt geht das immer hin und her, weil du erinnerst dich, wir haben ja zuletzt das Rennen manipuliert. Ja, da war was, richtig. Und jetzt rächen die sich mit einer neuen Mission gegen das andere, gegen den anderen Clan. Ich verstehe. Und die müssen wir jetzt hier abholen bei dem Meister, der da hinten auf dem Schaukelstuhl sitzt, da. Den du jetzt gerade abschießt. Genau, willst du ihn mal eben fragen? Ja. Ich frage ihn mal eben. Huch. Pass mal auf, mich mit Fässern zu bewerfen. Zieht ihr das was ab? Nö. Ja. Das ist ja ein trivialer Quest hier. Erreiche den toten Briefkasten. Und wie machen wir das? Ja. Wir erreichen ihn erstmal. Genau. Und dann plan. Nee. Doch, du musst außen rumfahren. Puh. Links rum. Will den mal eben abschießen. Warum schießen die uns jetzt eigentlich noch weiter ab? Wir helfen denen doch. Also inoffiziell. Also nee, offiziell. Und inoffiziell machen wir sie platt. Diese Scheißfässer, die können gar nichts gegen diese. Oh, du hast gerade einen Volltreffer gelandet. Das sah ganz gut aus. Das sah ziemlich gut aus, aber das ist. Oder kommt schon der nächste. Nee, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, ne? Einfach weiterfahren. Wir müssen jetzt wieder zurück zum Hauptquartier der. Der anderen Kläuse. Ja, dieser komischen grünen Iren-Fraktion hier. Dor 8 dann hin. Van Achtern. Jan Fick van Achtern. Witzig. Und Wok van Edelstahl. Graf Schabernack speichert. Was ist denn da bei dir los? Wieso? Es knistert und knaspert da bei dir. Ich sitze auf dem Schaukelstuhl wie immer. Ach so. Und der ist aus massivstem Bast. Rattern und Bass. Rattern und Bast. Ja, ich habe heute einen Spezialgast bei mir, What? der zuguckt. What? Und das ist Jim. Ja, bei mir guckt Jack Groß. zu. Oh, Und die Frau, Gräfin. der Bei feine dir Herr. Jim. Bei mir nur Jim, ja. Jim, Jack und die Gräfin. Ja, schmeckt aber auch ganz gut.
Wo fährst du eigentlich hin? Weiß ich nicht, wo müssen wir denn hin? Da musst du nicht hin, da müssen wir erst später hin. Jetzt fährst du hier Trasher über den Haufen. Dir kann man es aber auch nie recht machen. Kannst du mal so einen Trasher abschießen? Wenn du richtig fahren würdest? Ja, ich bin ja schon. Du musst hier links hoch da oben. Wo? Da, geradeaus. Nee, andersrum. jetzt quasi auf, genau. Wer kommt da denn angeflogen? Ach, hier hoch. Hier hoch, genau. Links. Links. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Rechts. Genau. Und jetzt rechts rum hier. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ich fast sehe. Genau. Jetzt müssen wir hier wieder treiben. Den toten Briefkasten erreichen. Ach ja. Holy Spirits. Mhm. Holy shit. Ah, ich erinnere mich. Jetzt müssen wir gleich, ist das jetzt schon? Müssen wir bei denen in den Keller gehen. In den Keller. In den Keller drinne. So. Tür auf. Moin. Mir steht einer am Weg. Wir müssen eine Etage nach oben. Nach oben? Ich denke in nach ein Huch oder einen Keller. Healing Hypo. Er sagt gerade nach oben, der Pfeil. Oh, ich habe gerade hier einen Waffenautomaten gefunden. Und ist da was drin? Hier ist eine Panzerfaust mit 4369 Schaden drin. Und Costa Quanta? 3,7. Oha. Übrigens, ich muss mal eben vergleichen. Durch das Schild lädt sich meine. Ich habe gerade den toten Briefkasten erreicht. Ich glaube, ich kaufe mir die mal. Okay. Ich sammle mal eben ein. Hier kannst du es schon abschließen. Was kann ich abschließen? Ich habe gerade die Mission hier beendet und abgeschlossen. Hä, was musst du mal denn machen? Ja, keine Ahnung. Irgendwie gab es hier so eine Echo-Nachricht. Na sauber. Wir haben auch immer noch Slap Happy abzuliefern, ne? Ah, Mann, das ist aber ein Kavenzmann hier. So, jetzt haben wir wieder bei ihm hier einen, oder was? Nee, es ist ja noch was offen hier, ne? Also, da ist jetzt, geht jetzt irgendwie noch weiter. Clankrieg, Ende des Regenbogens. Er spielt den Le Prochon. Ja, den Kobold. Genau, da müssen wir jetzt, glaube ich, für den Keller gehen. Ja, hier hinten. Wo? Genau, wir müssen den verfolgen, ohne dass er uns sieht. Wie soll das denn gehen? Ja, das weiß ich auch nicht mehr, aber ich erinnere mich zumindest jetzt hier wieder dran. Ich lauf mal hinterher. Ich bin noch im. Oh, ich sehe ihn. Da ist er. Genau, jetzt müssen wir nicht töten. Folge unbemerkt gescheitert. Jawohl. Können wir das neu starten? Sehr gut, Herr Fürst. Oh, $125 in einer Kiste gefunden. Da musst du nochmal das Echo holen oben. Oder ich, mir egal. Ich denke, das. Ja, tut mir leid. Ja, macht ja nichts. Ja, ich glaube, dir macht das doch was aus. Du denkst wieder, der dumme Fürst. Ja, ich sag noch, wir dürfen uns nicht entdecken lassen und er lädt gerade nach. Der sah aber nicht aus wie so ein Kobold. Der hieß auch nicht Kobold, der hieß irgendwie Batman oder irgendwie sowas. Ah, okay. So, ich hab ihn schon erspäht. So, warte. Folge unbemerkt. Okay. Ich schleich mal. Was machen wir, wenn wir ihm gefolgt sind? Na, wir müssen nachher auf jeden Fall müssen wir ihn töten. Na toll. Genau, und der führt uns jetzt zu so einer Schatzkammer. Das ist schon mal gut. Oh.
Langsam, langsam. Langsam, langsam und du rennst erstmal los. Ich sehe ihn da hinten noch. Okay, weiter geht's. Nearly to the cash dash now. I can't wait to get inside and not be ambushed. That's my favorite part of these trips, really. Not getting followed and ambushed. Is anybody there? Suppose not. Oh, hier sind Kisten. Zahlreiche Kisten. So, und jetzt können wir ihn töte den Geldboten. Der ist aber widerstandsfähig, der Kollege hier. Wo ist er denn? Hier oben. Alter, der kann aber wirklich was ab. Oh, ich bin schon wieder damit durch. Genau, die Gräfin hat mich gerade an was erinnert. Aha. Bevor wir gleich so einen Schlüssel da einsammeln, oder hast du den schon eingesammelt? Ich habe überhaupt nichts eingesammelt. Bevor wir den irgendwie reinstecken, müssen wir erst alle Kisten hier plündern, weil sonst geht das nicht mehr. Und in den Kisten ist hier sau viel drin. Das ist ja absolutes Insiderwissen, was die Gräfin da hat. Die Gräfin hat absolutes Insiderwissen. Woher weiß sie denn sowas? So, den Schlüssel jetzt hier. Diesen, zack. Ja, den können wir nehmen, aber noch nicht einsetzen. Was ist hier denn los? Warum explodiert der? Das Schwein, oder hast du wieder was geworfen hier? Hier liegt ein Class-Mod, nee, hab ich nicht. Team Cooldown Ray. Ja. Hä? Jetzt hast du den noch aufgenommen, du Esel. Ja, aufnehmen ja, aber wir dürfen den noch nicht benutzen. Wir müssen erstmal alle das ganze Versteck hier plündern. Ja. Ich finde unsere Unterhaltung, die an ein altes Ehepaar erinnern, übrigens sehr unterhaltsam. Findest du nicht? Ja, guck mal hier, $147 hast du da gerade aus der Truhe geholt. Das ist die nächste Ration Drogen. Für unsere... Oh, Alter. Alter, wie viel Kohle hier drin ist. In den Kisten. 153 Mark. 50 Mark. 250 Mark. Alter. Aber ich brauch's auch, nachdem ich mir jetzt diese super teure Bazooka gekauft habe. Ja, mein Schild kostete auch 2000. Das dauert, bis sich das amortisiert hat, ne? See. Eine Kiste fehlt noch. Ah, hier. War's das jetzt? Nee, eine fehlt noch. Bei mir steht 9. Hier. Da. Hier. Jo. Cool. Ja, denn ja, den Briefkasten. Den Tag. Schön. Das war... Das war der nächste. Wir haben ihr Versteck ausgeraubt. Und hier ist eine Waffenkiste. Geil. Wut. Die würde ich mal nehmen. Was, die SMG? Jo. Die ist natürlich ziemlich geil. Ich will auch eine Gatling Gun. Darf ich sie nehmen? Ja, nimm. Nimm Han. Nimm auch Han. Und die andere? Scheiße. Ja. Kannst du kaufen. 400 Euro. Also ich habe bei Level 21 habe ich auch noch so eine. Ja, sprich. Irgendwie so eine komische. So ein Maschinengewehr. Ja. Das kann ich auch noch nicht benutzen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es gut ist. Ich teste jetzt mal die MG hier.
Komm ran, alle Buey. In der Genauigkeit ist die leider wesentlich schlechter wie meine, die ich habe, aber ja, Schaden. Komisch. Was, wieso? Bei einem Maschinengewehr. Naja, aber nee, ich habe ja auch eine andere und die ist. Ja, aber das ist doch auch so ein super Ding, oder? Das hat doch 3 Läufe und so. Da stand doch eben 100 noch was mal 3. Ja. Irgendwie muss es ja auch, ne? Ja. Irgendwie muss es ja auch. Verstehst du, was ich damit sagen will? In etwa. Hm. Wo kommen wir denn hier raus? Achso. Jetzt ist dunkel hier. Wo schließen wir denn ab? Weiß ich auch nicht. Hier ist übrigens noch so ein. Ach, hier ist die Tür. Graf Schabernack is saving. So, jetzt. Wie lange geht der Krieg noch hin und her? Wie viele Folgen da noch? Ich habe keine Orientierung. Das kann ich dir nicht sagen. Wir sollten die Expertin fragen. Befrag doch mal. Gräfin, wie viele Clan-Kämpfe kommen noch? Die Mundwinkel gehen nach unten, die Schultern gehen nach oben. Hm. Hast du schon überlegt, für die Gräfin auch ein Mikro zu besorgen? Sollen wir für die Gräfin ein Mikro dazu besorgen? Ja, das wäre doch super witzig. Was sagt sie gerade? So weit kommt das noch? Sie könnte als eine Art Orakel. Genau, so ein Orakel, was immer nur zu bestimmten Sachen ihren Senf dazu gibt. Eine Orakeltätigkeit. So schlaue Beiträge. Genau. Jetzt hast du irgendeine Mission geöffnet. Ja, Armstealing. Soll ich das mal aufnehmen hier? Mach ich mal. Ich hab einen Arm gefunden. Ja, was müssen wir jetzt machen? Weiß ich nicht. Ach nee, komm, das kannst du knicken. Da müssen wir hier durch die ganze Gegend fahren und die verteilen. Das ist super ätzend. Ja, dann lassen wir das erstmal. Wo lass ist uns denn, die später wo, machen. Wo ist denn unser Auto? Also ja, hier ist ein Auto-Automat. Ein Auto-Automat. Ja. Steigen Sie ein. Ich bin drinne. Graf Rabensack. Muss ich jetzt wieder nach unten oder ist es egal? Ja, macht Sinn nach unten, weil das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Jetzt da links rum. Genau. Oh. Da ist das Tor. Aber ich speichere ja schon wieder hier. Ja, ist richtig. So, jetzt. Ein Orakel. Ich finde das gut. Das muss ich immer so ankündigen, wie beim Puter, dieses Geräusch, so. Ja. Oder so ein Game-Show-Geräusch. Dim, 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 dim. Naja. Ich weiß noch nicht, ob ich begeistert bin von der Waffe. Sie hat eine ziemlich lange Nachladezeit. Ja, aber wahrscheinlich auch ein riesen Magazin, oder? 16. 16? Wut? Ja. Das ist ja super scheiße. Ne? Ja. Lädst alle 5 Sekunden nach und verliert halt immer 3 Schuss, ne? Das ist ja total beknackt. Ich fürchte auch. Lass mich mal abliefern gehen. Wo ist er denn? Da fährt er. El Hombre. Roms! Ich hab mich übergefahren. Oh, das gab was für dich, mein Freund. 73 mal 19. Wo denn? Als Belohnung von ihm hier. Hast du die auch gekriegt? Ich habe überhaupt nichts gekriegt. Hä? Komm, ich geb's dir. Wieso habe. Ach doch, warte, irgendwas habe ich gekriegt. 73 mal 19. Ich habe 82. Shotgun. Ich habe 82 mal 19. Okay, ja, dann wird das die. Wird wohl das Äquivalent dazu sein. Meine Gesundheit ist jetzt aufgefüllt 1516. Mhm. Ich will mal eben vergleichen hier. Das ist ja viel besser. Aber ja, Reload Speed, aber nur so ein kleines Magazin. Egal, ich probiere das mal.
So, jetzt geht der Bandenkrieg wahrscheinlich... Alter, was ist das denn? Ich habe gerade ein Schild gefunden. Kapazität 1123. Okay. Verringert allerdings die maximale Gesundheit. Ich meine, gut, das könnte ich verkraften. Ey, nee. Bei 1500. Das will ich die Schrotflinte ist übrigens scheiße hier. Also, die ist zwar nicht scheiße, aber es ist irgendwie so... 5 Schuss und verbraucht pro Schuss schon 3. Okay. Ich glaube, da werde ich die andere behalten, aber ich probiere die mal aus. Ne, man muss ja auch für alles aufgeschlossen sein, ne? Ja, das Schild ist kacke. Ich bin jetzt bei meiner Gesundheit halbiert worden. Das Schild ist jetzt auf 1200, aber die Gesundheit bei 700. Bei 10. Nee, finde ich kacke, da finde ich das andere besser. Ihr übrigens, wenn du Schilde hast, nicht verkaufen im Moment, weil wir haben eine Mission, in die gleich kommt, oder die haben wir glaube ich sogar schon, die wir noch, also die haben wir schon eingesammelt, wo wir, sag schnell, wo wir Schilde sammeln müssen. Aha. Und Schilde in so eine Presse schmeißen müssen. Okay. Das heißt, alle Schilde jetzt, die du sammelst und kriegst, oder also nimm mit, aber nicht verkaufen. Ja. Ich glaube, da müssen wir 5 oder 6 Schilde reinschmeißen. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Ja, jetzt geht der Bandenkrieg weiter. Oh, Armstealing haben wir übrigens nicht geschafft. Das ist quasi kaputt jetzt. Was ein Wunder. Wo ist denn der Bandenkrieg? Wo geht's jetzt weiter? Ja, es müsste ja wieder bei Holy Spirit weitergehen. Weil wir jetzt ja hier was für ihn gemacht haben. Und wo ist der denn eigentlich? Ich finde nämlich den Quest hier nicht. Also meinst du, wir haben gar keinen, sondern müssen erstmal zu ihm zurückfahren, oder wie? Ich weiß das gerade nicht, ich denke schon, ja. Ja, dann probieren wir das doch. Bist du eigentlich an Bord? Ja. Ich bin an Bord. Wir haben aber noch ganz schön viel offen, du. Ja. Bevor wir die Hauptmission haben. Wir haben noch ganz viele Nebengeschichten hier. Ja, ist auch gut. Ich finde das ganz gut, ne? Jage 15 Stalker. Oh Gott. Also hier sind aber auch die Speicherpunkte verteilt wie Rosinen im Kuchen, ne? Ja. Also theoretisch müssten wir jetzt eine neue Mission bei ihm kriegen. Ich glaube, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Wann ist der denn genau zu Ende? Sind die dann beide hinüber, oder was? Nee. Nee. Ich glaube, das geht so weit, bis Ellie irgendwann sagt, so, jetzt haben wir es so weit geschürt, dass sie sich irgendwann gegenseitig ausrotten oder so und wir da nicht mehr groß helfen müssen. Okay. Wie schön. Damit sie ihre Ruhe da hat im In the Dust. Siehst du da schon das nächste Ausrufezeichen? Und hat sie denn noch ihre Ruhe oder heißt es dann nur, sie hat ihre Ruhe, aber wir werden trotzdem immer noch angegriffen und... Das weiß ich nicht. Und man pinkelt uns ans Bein und so. So weit habe ich dann, glaube ich, nicht gespielt. Ja, ich glaube doch. Ja. Ja, wir kommen aber bald in die Region... Oh, nee. Nee, da hinten, ne? Ja, ich laufe doch mal eben. Das scheint eine andere Geschichte. Das ist jetzt wieder die Armageddon, weil wir die gerade nicht geschafft haben. Die kannst du jetzt wieder neu aktivieren. Ach so. Das ist ja kacke. Wollen wir nicht das mal eben machen? Das ist doch irgendwie... Das ist aber mit Rumgurkerei super ätzend. Ja, aber wir machen das ja sowieso noch früher oder später, oder? Ja, aber dafür müssen wir uns... Also musst du erstmal wissen, wo das gleich überall lang geht. Soll ich lieber fahren? Ich fahre. Ja... Aber du weißt zwar, wo du hin musst, aber du bist ein ganz grausiger Fahrer, muss ich dir... Ich meine das nicht böse, aber so ist es. Ich bin kein grausiger Fahrer. Ja, doch, irgendwie schon. Arschloch, los, steig ein. Ja, los geht's. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir haben ja echt nicht so viel Zeit, ne? Nee. Und ich glaube, ich bin auch schon falsch gefahren. So viel dazu.
Ich sag ja nix, aber. Ja, aber das ist echt super ätzend. Die liegen so kacke auseinander. Ja, siehst du hier, ich wieder als Fahrer. Ja, der nächste ist jetzt da hinten runter. Okay, ich werde aussteigen und. Ja, du musst da oben rauf. Und du kannst schon mal wenden. Du musst da hinten rauf, da oben. Und du wirst von Trashern angegriffen, sag ich dir jetzt schon mal. Ja, da laufe ich einfach drauf vorbei. Wo komme ich denn da hoch? Ist da eine Leiter? Ja. Ja. Oh, wir haben aber. Kriegen wir neue Zeit, wenn wir einen ausliefern? Ein bisschen dazu, ja. Ja, setzen Sie zurück, Herr Schabernack. Hä? Wieso habe ich denn. Hä? Kacke. Was denn? Was? Ich dachte, ich muss da was reinwerfen, aber ich muss da ja was mitnehmen. Ja, wir können nochmal anfangen, das kannst du jetzt schon knicken. Ja, wir versuchen das mal. Nee, das kannst du knicken. Wo bin ich denn jetzt? Na gut, dann fahren wir zurück. Das kannst du jetzt schon knicken. Ja, ist ja okay. Das Auto brennt. Soll das so? Nö. Nee. Ja, da haben wir uns beide nicht auf die Kernkompetenzen besonnen. Ne? So, aber ich kann dir schon mal sagen, wo die nächsten sind. Da oben bei dieser Station da oben, wo wir gerade die Kisten in die Richtung schießen. Okay. Da ist ja einer der Briefkästen. Und dann bei dieser, ich meine bei dieser, wo wir hier reinkommen, ganz am Anfang. Ach egal, wir werden es gleich machen. Wollen wir nicht lieber mit zwei Autos fahren? Meinst du, das macht Sinn? Das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Dann tun wir das. Aber ich fahre gleich erstmal dahin, wo wir eben waren, weil du ja wie gesagt weißt, wo wir hin müssen. Ja. Ich werde aber noch mal ein zweites Fahrzeug besorgen. Gehst du sie aktivieren? Jo. Dann kann ich ja quasi eigentlich schon in die Richtung fahren, oder? Ja, mach das doch mal. Fahr am besten zu dem, der am weitesten weg ist. Ja. Mann, du bist aber auch ein Fuchs, du. Man nennt dich nicht umsonst das Wiesel. Boah, ich fahre aber echt wie ein bekloppter Idiot, ey. Bist du in die Bar gefahren? Nee. So, ich stehe vor der Kiste. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Ich fahre jetzt erstmal zu der anderen, ne? Ja. Wo wir eben waren. Gut. Ja. Oh. Jetzt habe ich den Turbo eingesetzt und bin fast von der Brücke gefallen. Ich werde von Selbstmordlodern angegriffen. Das ist schlecht. Und ich sag dir, diese dicken Autos sind nicht die besten für dieses Gelände. Ich finde die gut. Wo soll ich denn als nächstes hinfahren? Nicht, dass wir jetzt irgendwie beide das gleiche machen. Nee, die anderen, die letzten beiden sind schon ziemlich nah hier oben beieinander. Na, also du kannst hier hinten herkommen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich auch nicht so wirklich gerade. Oh, Kacke. Ja, warte mal, wie kommt man denn? Da hat sich mein Auto überschlagen. Ach, da hinten rum, warte, jetzt habe ich's. Boah, ey, ich komme mit. Ja, geil, ich steck fest. Ja, ich steck fest. Kacke. So viel zu unserem genialen Plan. Naja, wir haben noch 2 Minuten, das könnte ich auch mit Laufen schaffen. Ich bin gerade auch irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Ich sehe dich zwar irgendwie so halbwegs. Soll ich dich mitnehmen eigentlich? Einer muss hier rüber. Mach du mal das hier an diesem Werk hier. Wo ich jetzt gerade vorstehe quasi. Ja. Und du läufst weiter, okay. Ja.
versuch das mal in 1,36, wenn du den nächsten noch. Ja, also es könnte schaffbar sein. Ja, es wird schaffbar sein. Also von der Strecke her bin ich, schaffe ich das. Ich sehe den Kasten, ey. Das Ding ist, ich muss hier hinten ganz rum und ich werde da oben von diesen scheiß Stalkern angegriffen. Und ich muss hier... Ah, kacke. Weißt du, wo du hin musst? Ja, ich stehe hier. Da konnte man natürlich jetzt nicht einfach so reinlaufen. Das wäre zu einfach gewesen. Das ist da so hinten im Keller, ne? Ja, da musst du erstmal in so eine komische Höhle rein. Oh, kacke. Und jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Ich habe ihn. Wir sind fertig. Jetzt müssen wir noch schnell zurück. Wut? Ja. Wie zurück? Ja, da wo wir angefangen haben. Ich komme hier aber nicht raus. Wir haben jetzt noch 1,40, um wieder zurückzukommen und wir haben kein Auto. Das Auto steht da beim Kraftwerk irgendwo. Also, ich komme raus. Das Auto steht hier. Ich bin direkt hinter dir. Fast. Du solltest fahren. Aber wo muss ich lang fahren? Weil zurück da, wo wir hergekommen sind. Ja, gut, ist lustig. Ich bin 80 Klippen runtergefallen. Links rum auf jeden Fall. Links rum, links rum, links rum. Da hoch, da hoch, da hoch, genau. Links runter. Den Weg runter. Also jetzt im Grunde da hinten in den Tunnel da hinten. Oh nein, oh nein, oh nein. Es geht. Wir haben noch eine Minute. Ganz, ganz easy. Den Kisten folgen, da hinten hin. Genau. Hier hin, oder? Ja, und dann jetzt rechts in den Tunnel rein. Rechts in den Tunnel rein. Ja, genau. Ja. Mann, was für eine Koordination. Graf, es könnte klappen. Links. Ja. 37 Sekunden. Komm. Müssen wir zum Dings oder wohin? Zu den Brett? Hinten. Wieso dauert das bei mir jedes Mal so lange mit dem Aussteigen? Nur weil die da immer angeben will mit ihrem Salto. Keine Ahnung. Oh, das war trotzdem noch eine ganz knappe Kiste hier, ne? Jawohl. Zack. Die Idee war gut, mit zwei Autos zu fahren. Wir haben hier ein Schild oder Nimm das Schild, weil genau hier, wo wir gerade sind, ist die Mission mit den Schilden. Aber das Relikt würde meine maximale Gesundheit um 26% erhöhen. Oh, das ist natürlich ein Ding. Ja, dann nehme ich das. Sonst zur Not kaufen wir welche. Irgendwelche Billigschilde oder so. Kannst du dir das nicht auch aussuchen eigentlich? Nö. Ich bin gerade irgendwie super unzufrieden mit dieser blöden Waffe, die ich gerade gekriegt habe. Hier müssen wir gleich Schilde reinschmeißen. Lass uns die mal aktivieren, wenn wir die schon haben. Ich meine, ich habe die eingesammelt. Ist irgendwas mit Schilden. Oh doch, ich kann es doch aussuchen. Ich nehme das Schild. Die Geknechteten von Overlook. Das ist das mit der Medizin. Siehst du die Mission, die Geknechteten von Overlook? Besorge Medizin für die Bewohner von Overlook. Wenn wir die gemacht haben, ich glaube, danach kommt das mit den Schilden hier. Ja, The Overlook, okay, sehe ich. Lass uns die mal machen. Na gut. Sieh in Overlook nach dem Rechten. Oh ja, hier ist es schon. Klopf, klopf. Robots, we of the town of Overlook thought you might give us a hand, so to speak. So, first item on the agenda. Jetzt müssen wir den Medizin besorgen. Brain disease. Genau. Gehirnfrost. Alter, so. hier liegt in der Mülltonne liegt ein Sniper. Witzig. So, jetzt habe ich dank dieses Relikts habe ich jetzt übrigens auch 928 Lebenspunkte. Cool. So, wir müssen irgendwo jetzt da oben rauf.
Ja. Ich steig da mal die Gleiter hoch. Ich versuch's mal hier. Ne, hier geht's nicht. Ja, wo geht's denn weiter hoch? Ich komm hier nicht durch. Ich komm hier nicht hoch! Hallo. Soll ich vielleicht darüber springen? Irgendwie hänge ich hier fest. Genau, ich. Ach, ah, okay, hier. Wir müssen hier hinten rum. Sag mal. Ich hab's hier. Da ist das Ding. Besorge die Batterie. Repariere die Arzneiausgabe. Ich will die Arzneiausgabe reparieren. Wo ist Reparier denn die? Du mal die Arzneiausgabe. Wo ist denn die eigentlich? Ich sehe die nicht. Die ist hier unten. Sehe ich immer noch nicht. Ach, da. Genau. Nö. Nix ist hier. Da hinten. Ja, jetzt sehe ich's auch. Ah. Kaufe Medizin. Ach so, hier. Medizin. Finde die zweite Lieferung. Aber ah, wie nur? Ja, den Offizier, den müssen wir gleich umbringen. Der fährt mit seinem Wagen durch die Gegend. Ich übernehme das Fahren, du das Umbringen. Ey, diese Waffe ist zum Kotzen. Was, das Gewehr? Ja. So, ich will auf... Warte, ich bin noch nicht drauf. Ich kriege immer nur hier den linken Fahrersitz angeboten. Schützenplatz, jawohl. Alles klar, auf geht's. Wo müssen wir hin? Links hoch. Da über die Brücke links. Genau, da hinten durch. Wir würden auch ein gutes Rallye-Team abgeben. Ich auf Fahrer und du immer dieser Navigator, der immer sagt, leicht links. Das fände ich so geil. Ich hätte so rechts. Bock drauf. So, war der hier? Im Spiel oder in echt? In echt. Ja. Ich mega Bock drauf. Können wir ja mal machen das nächste Mal. Oh, hier ist er ja, der. Der Materialführer. So, ich steige aus und hole eben die Medizin. Jo. Oh, der hat einen Class-Mod hier für dich an Bord. Da habe ich schon ganz schön viele von. Was ist denn das? Erfordert Feuerrate plus 15%. Langweilig. Oh, bei mir auch. Ja, ne. So, was will er jetzt? Die dritte Lieferung. Die weiß ich gerade gar nicht, wo wir hin müssen, aber es scheint erstmal über die Brücke zu gehen, hinten durch wahrscheinlich. Roms! Durch den Tunnel. Durch den Tunnel. Ich befürchte, das ist da in der Nähe, wo wir eben auch das eine Paket, also den einen Arm aus dem Briefkasten geholt haben. Das oder? Könnte gut sein, oder da oben. Nee, ist da oben dann wohl doch, okay. Ich erinnere mich gerade gar nicht. Aber ja. Da oben geht's eigentlich in eine neue Welt. Aber noch ist die Brücke ja oben, ne? Ja. Scheint doch unten zu sein, oder? Ja. Graf, ich musste ja mal auch irgendwie sagen, ich finde bei Borderlands 1, da konnte man... Also da hatte ich noch halbwegs einen Plan, wo irgendwie was ist. Also da konnte man, da kannte man sich noch einigermaßen aus. Aber irgendwie hier habe ich immer konsequent ich glaub, wir müssen da hoch. Keinen Plan, wo ich hin muss. Das, ich muss ehrlich sagen, ich habe eine richtig gute Orientierung hier. Oh, doch unten. Hä, wo ist denn das? Unten ist alles voll mit Stalkern, mit diesen Trashern, meine ich. Ah, cool, wir müssen ja auch 15 irgendwie töten von den ganzen Viechern hier. Ich guck mal auf die Karte. Scheint unten doch zu sein, da hinten und irgendwo unter der Brücke. Ja. Boah, diese Trasher gehen mir so auf den Piss. Da drüben.
Willst du rübergehen? Jo. Dann metzle ich Trasher. Kann ich aber nicht, am scheiß Winkel. Du musst dich beeilen. Das Ding geht nicht aus. Wahrscheinlich erstmal irgendwie einen Trasher besiegen oder so. Ah, kacke, jetzt habe ich hier so einen Scheiß gekauft, weil diese dumme Medizin im Sonderangebot nur war. Liefer die Medizin ab. Oh, neue Herausforderung gekriegt. Verrückt nach Tentakeln. Unser Auto ist gleich damit durch. Wir müssen von uns verschwinden. 1900. Ah. Wir müssen uns aus dem Verkehr ziehen hier. So, mit Speed da hoch. Jawohl. Abzüge in der B-Note, aber sah ganz gut aus. Über die Brücke da hinten in den Tunnel. Ja, ich weiß. Ja, ein bisschen kenne ich mich ja auch aus. Aber ich meine, sowieso die ganzen Gebiete zusammenhängen irgendwie. Mhm. Na, also jetzt beim zweiten Mal spielen ist das für mich alles easy, glaube ich. Links. Ja, dann liefern wir mal ab, wa? Jo. Jo. Nee, wo sind die denn? Ach, da hinten. Eine Skin-Anpassung. Schön. Assassin. Endlich. Oh, jetzt kommt hier das mit den Schildern. Alter, es gibt 4000 Erfahrungspunkte. Die Geknechteten von Overlock Schilde hoch. Mhm. Habe ich denn jetzt auch so einen Skin gekriegt? Ich nehme die ja immer ganz gerne mal. Türkis war es bei mir. Ja, bei mir irgendwie auch. So, jetzt brauchen wir Schilde, oder was? So. Schilde in den Dinge, in den Dingsbum schmeißen. Genau. Hast du welche? Müssen wir die einfach fallen lassen hier, oder? Ich glaube, nee, hier von hier vorne müssen wir das irgendwie machen. Warte mal, nee. Wie ging das denn? Doch, das mussten wir von hier vorne irgendwie. Ja, ich habe aber keins. Ich habe noch 3 auf Tash. Dann gucke ich mal, ob ich mal hier ein paar kaufen kann. Ach nee, da wahrscheinlich. Irgendwelche Billigschilde. Oh, die sind. Nö, die kosten alle 1000 Mark. Ach, wie ging denn das jetzt noch hier? Na super. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das ging. Und ich weiß auch, dass ich letztes Mal hier wie Ochs vor dem Berg stand und irgendwann habe ich es geschnallt. Ja, wahrscheinlich muss man die einfach fallen lassen. Habe ich gerade gemacht, aber es ging gerade nicht. Und jetzt sind sie weg. Nee, nee. Ah! Was hast du getan? Ja, ich habe eins reingeworfen. Komm, lass uns doch jeder für eins da Geld ausgeben, dann haben wir doch 5. Ich habe 3 auf Tasche. Na gut. Oder nicht? Also man stellt sich hier vor und lässt sie einfach fallen, oder wie sieht das aus? Ja, auch? Direkt dran da an den... Weil wenn du zu weit weg stehst, dann schmeißt das vor dir auf den Boden. Jetzt natürlich bitter, mein teures hier.
da müssen Opfer gebracht werden. So, eins brauchen wir noch. Wie viel hast du ausgegeben? Keine Ahnung, 1000 oder so. Wo ist denn der? Den, den wir eben repariert haben. Da gibt's Schilde. Mhm. Also eben gab es genau zwei und beide haben irgendwie 1000 gekostet. Und waren dazu auch noch schlecht. Ja. Ja. Und in der nächsten Kiste liegt bestimmt eins drin. Ja. Natürlich. So. So, und nun? Liefere die Schildteile ab. Und was bringt uns das dann? Ja, dann helfen wir denen hier, sich ein Schild über die Stadt legen zu können. Großartig. Now tested. Also, ich habe eine Slag-Weapon hier, so eine SMG oder ein Schild. Ja, die Slag-Weapon ist ja kacke. Das Schild ist eigentlich ganz gut. Aber ja, nee, es wieder, verringert wieder. Ja. Ich nehme die SMG, glaube ich, im Verkauf. Oh, eine Mission haben wir jetzt hier noch, oder wie? No. Lass uns doch die noch machen. Ja. Dann machen wir erstmal Feierabend. Ja. Die Geschichte, die jetzt kommt, die ist ziemlich, also ich bin als Einzelner, bin ich daran verzweifelt. Mhm. Da kommen etwa 300 Millionen Loader. Und von den Constructern auch noch welche. Und auch noch normale Assis, die was gegen dich haben. Oha. Da müssen wir jetzt nämlich in das Gebiet vorne, ganz am Anfang, wo man hier rausgelassen wird, wo gleich am Anfang erstmal zwei, wie nennt man so, fest installierte Installationen. Ja, wie sagt man denn dazu? Dich so grillen wollen. Bist du eingestiegen? Jo. Ja, moin. Ah, jetzt müssen wir diesen Mörser da abfeuern, damit das getestet wird, das Schild oder was? Genau. Das ist natürlich ein astreiner Test, also wenn das im wirklichen Leben auch so gehen würde mit so einem Schild, würde ich das auch erstmal so testen. Die größte Waffe, die man finden kann und dann erstmal aufbauen. Oh, ich bin versehentlich ausgestiegen. Ich dachte, wir wären schon da. Ey, steig ein. Oh, fahr los. Ach so, müssen wir überhaupt hier lang? Nee, darüber. Ich weiß es nicht. Oh, das wird jetzt ein Gemetzel. Lad deine Kanone vorher auf. Was siehst du da oben? Diese hier? Siehst, genau, die müssen wir erstmal. Die Geschütze, genau, das war das Wort, was mir fehlte. Oh, da kommt hier so ein Brummer. So, auf geht's. Und noch einer. Und irgendwer. Und ein Thrasher haut uns ins Genick. Das ist die mit Abstand schlechteste Waffe, die ich je hatte. Ja, sauber. Jo, da bin ich fast hinüber. Ich bin hinüber. Weil, wer macht denn hier? Ach, der scheiß Cheshire hier. Warte, ich nehme ihn. Jo. Du hast gerade Arschloch gesagt. Ja? Ja, ich bin wieder da, Arschlöcher. Das ist ja witzig. Ja, bei mir sammeln die auf Englisch, deswegen sie hat irgendwas anderes gesagt. Aber ich glaube, dass. Oh, Level Up. Das deckt sich sowieso nie so richtig, was die bei mir und bei dir sagen. Ja. Ich habe gerade übrigens einen 17er Loader mit einem Haken kaputt gemacht. Ja, Moment, bevor du jetzt weitergehst, ich will mal eben meinen Punkt hier vergeben. Na, den habe ich dann ja auch gleich. Was nehmen wir denn mal? Ich will irgendwie diese Fähigkeit haben. Ich weiß auch gar nicht, irgendwas von der anderen Seite da. Oder ich nehme noch mal das Schild.
machbar. Dann kann ich nämlich auch die Face-Lock-Dauer verlängern. Ja, ich mach das mal. Oder was ist das hier? Increases Damage and Bullet Speed. Das ist auch gut. Naja, egal. Weiter geht's. Nee, Moment. Ich muss mal eben auch noch meine ganz neue Knarre hier ausrüsten. Und meinen neuen Granatenmod, den ich jetzt auch noch hier neu habe. Ich habe eins. Ja, die habe ich ja mir ja aufgespart. Weil ich die erst ab Level 21 benutzen konnte. So. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, ich habe eine Granate geworfen. Du Dussel. Aber ich glaube, die tut mir nichts. Nee. Mir aber. Ja, die, ja. Da kommt irgendwer. Eigentlich kommen hier viel mehr. Ja, da kommt doch irgendwer. Oha. Oh, ich habe auch so eine komische Waffe, aber die scheint nicht schlecht zu sein. Den Sniper, den ich hier habe, der ist aber auch nicht übel. Den ich noch beim letzten Mal. Ja, dauert aber auch zu lange. Naja, gut, so richtig gut ist das Ding doch nicht. Oh. Irgendwer hat mich hier niedergemacht mit Säure. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das selber war. Und ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich verstehe. Oh, ich bin aber auch gleich damit durch. Schnell, schnell, schnell. Ich danke dir vielmals. Ich bleibe mal in der Ferne, so ein bisschen. Jedenfalls, da kommt ja noch einer. Weil ich kann dich ja aus der Ferne auch wiederbeleben. Das könntest du jetzt beispielsweise tun. Ja, aber meine Fähigkeit ist gerade nicht aufgeladen. Ja, super. Doch, jetzt wieder. Jetzt hast du mich mit dem Facelock gemacht. Ja, das mache ich schon pausenlos. Hammer. Oh, pass auf, eine Granate. Ach, hier war so eine. Ich bin wieder damit durch, aber Alter. ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich hau so einen Badass-Loader mit zwei Schlägen kaputt. Du Tier. Ich sollte einfach nur noch die Nahkampf machen. Ja, solltest du. Ich schieße jetzt einfach nicht mehr, ich mache nur noch Nahkampf. Hier ist ein Class-Mod für dich übrigens. Also ein Ingenieur ist mit einem Schlag tot. Alter. Wo ist das? Hier. Hier, Was da liegt hier liegt. noch? Und hier ist noch ein Kommando-Class-Mod, aber wir haben kein Kommando. Alter, Nahkampfschaden plus 30%. Ja, her damit. Herr Ja. Matt. Bei dem, was ich sowieso schon habe, das rüste ich mal gerade aus. Dann muss ich die ja demnächst nur noch anpusten. Hier ist übrigens noch ein Granatenmod für Slag Weapons, also mit fast 1000 Schaden für Granate. Oha. Mad Name. Irgendwie war mein alter Granatenmod irgendwie doch besser. Habe ich Mit so das den Gefühl. Feuerschaden. Ne, mit dem Säureschaden. Säure, ja. Aber es könnte auch daran liegen, dass er diese komischen Loader sowieso gegen Feuer immun sind, mehr oder weniger, ne? Alter. Ein Schlag. Tot. Ich würde gerne, wenn wir hier gleich mal eben einmal Ruhe haben, auch mal eben aufladen. Also mein Level ist gerade auf 21 hoch. Ja, dann tu das bitte. Ich habe jetzt übrigens den Rang Lethal Ninja. Bist ja ein verrückter Vogel. So, deine Nahkampfangriffe verursachen Bonusschaden, wenn du einen Feind in den Rücken triffst. Ja, das war schon mal ganz gut. Das Töten eines Feindes erhöht vor ein paar Minuten deine Bewegungsabläufe.
Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt von meinem neuen Super Gatling-Gewehr hier halten soll. Okay. Das ist eigentlich ganz gut, aber es braucht. Oha. Hast du was im Schrank gefunden? Ja, ein paar Granatenmords. Ich bin hier bei dem Ding angekommen. Ja, mach das mal, klar hier. Bringe den Mörser in Stellung. Oh, ich hab schon geschossen. Ja. Okay. Und du? Wann macht er jetzt was? Oh. Aim. Ziele auf Overlook. Ich dachte, wir müssten noch nach oben weiter. Nix. Oben kommt nämlich noch ein Constructor. Schieß ab, Junge. Oh. Lustig. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ach, da wohnte eben hier der Stinkstiefel da, ne? Ja, ja. Das ist witzig. Da kommt er geflogen. Ich habe gerade irgendwie noch was anderes in Erinnerung, weil normalerweise müssen wir noch nach oben und ganz viel, vielleicht ist das noch eine andere Mission. Ich weiß nämlich noch, dass wir da oben noch einen Constructor besiegen müssen. Mhm. Aber das scheint ja, ich würde sagen, wir machen hier aber erstmal kurz Feierabend. Wir haben fast eine Stunde wieder. Genau, wollen wir noch abliefern eben? Dann haben wir eine Stunde direkt. Ja. War oder? Natürlich blöd, wenn wir gleich wieder hierher müssen, ne? Ja, ist auch wahr. Dann machen wir hier Feierabend. Alles klar. Dann halt ihn hart, ne? Jo, reinhauen. Bis später. Tschüss. Jo, tschüss.